Was haben Sie gesagt? So nee, nichts, alles gut, alles gut, der Herr. Alles klar. Thomas, setz das nächste auf. Und was ist das hier für einer? Er denkt auch, er hat Wollen Sie uns dafür beleidigen? Wollen Sie uns beleidigen? Erst sagen Sie, dass du scheiß Moslem sind und jetzt wollen Sie uns beleidigen? Hä? Der ist sogar bewaffnet, der Typ hier. Und der ist rothaarig. Bist du nicht bewaffnet oder was? Du Waffner. Dass ihn in die Hose nicht runterrutscht bei dem Ballermann da. So. Schau, da sind sie jetzt rein. Herr Officer, ich hab meine Brille jetzt bedeckt. Ist das so in Ordnung? Wo gibt's denn? Oh mein Gott. Dieses kleine Spielzeug. Ich glaub, sie. Ich muss sie. Ich muss sie. Ich hab nur meine Brille bedeckt, wie sie gesagt haben. Geben Sie mir Ihr Schema. Gib's ihn und nimm das nächste. Sie sollen es mir geben. Warten Sie mal kurz. Gib's ihm. Schau mal in den Rucksack. Oh, da ist nichts drin. Ja, ich habe es schon mit meinen peitschenähnlichen Fingern. Jetzt ja das nächste. Haben Sie denn auch ein Taschentuch benutzt? Ja, dann ist lieber wieder das Taschentuch. Mit was anderem. Herr Officer, darf ich denn mal meine Brille mit etwas anderem bedecken? Ihnen geht's gut. Ich misstraue Ihnen, ich bezweifle, dass es besser wird. Wir können es ja versuchen, oder? Es wird mich nur mehr wahrscheinlich erregen. Ja, die Hand guckt so richtig so ein bisschen Sommersprossen. Oh mein Gott, wie eklig. Okay. Rück du Mongo! Er hat sich beleidigt, dann drück ihn um. Ja, was meinst du? Haben Sie mich gerade genannt? Ja, versuch es erst nochmal. Ich hab's ja nicht genannt, so. Was war da hinter Ihnen? Sie sind schon mal gestolpert? Muss man sind Sie schon mal gestolpert? Ich weiß, wie Sie stolpern können. Ja, wo ist mein Auto hin? Wo ist meine Leber? Ich weiß auch, wie Sie stolpern können. Verpiss dich. Ich weiß, wie Sie stolpern können und die wieder aufstehen können. Du elendiger Hund. Wenn ihr einmal das Schild noch nicht ausprobieren, ich möchte es auch nicht ausprobieren. Weil das ist jetzt Zettler illegal. Jetzt das nächste auf vorhin. Jetzt das nächste auf vorhin. Habt ihr echt so Langeweile, dass ihr das Auto ganz mit Chemax vollgepackt habt? Oder? Schauen Sie mal. Seid ihr jetzt so behindert einfach? Wenn ihr das Auto durchsuchen wollt, hau ab. Ich würd schon gerne wissen, wie viele da drin wären, rein hypothetisch, wie lange ihr den Witz noch konsequent so an die Pups. Aber ich habe eine Farbe natürlich. Wirklich? So wie ein, wie so aus einer Abreißrolle einfach zu wegwerfen. Ja. So ist es. Jetzt ist das nächste, zieht das hier das nächste aus. Ganz schlecht. Also ich muss die Karre einfach nur beschlagnahmen. Ja, das ist nee. Am besten die da auf dem Abschluss. Kommst du mit, die da? Ey, das ist mein Auto! Okay. Ja. Wenn Sie das wirklich machen, knall ich Sie ab. Kommt auf den Abstellhof, Kollege. Da müssen Sie mal. Boah, Koll ist draußen. Alles was? Ich hab gerade überlegt, was Sie machen. Was mit der Garage. Das sollte auch sein. Also, schleppen Sie mein Auto nicht weiter ab. Warum? Einmal das so sagen. Ach so, was ist jetzt? Wenn sie es machen, sehen wir uns vor Gericht wieder. Oh, ihr mit eurem scheiß Gericht. Mein Gott. Ach so, er ist beschlagnahmt. Trotzdem kommt auf den Abstellhof. Das ist nicht so. Nicht Abstellhof, in die Garage, ja, gerne. Wenn es nach dem Sonnenuntergang auf Abstellhof ist, sehen wir uns wieder. Mach jetzt! Was meinen Sie? Alle guten Dinge sind 5. 10. Die Waffe ist schon veraltet. Nee, ich kann nicht mehr ernst gucken. Also Herr Horn, ich muss Ihnen bloß leider sagen, wenn Oberhofmeister das wirklich durchzieht, ja. Hat er dann ein großes Loch im Kopf. Call ist draußen, hab's gehört. Ich darf mitmachen. Abstellhof. Warte, echt? Der tue ich. Wenn er das macht, sehen wir uns woanders wieder, da kann er immer das Geld zahlen. Auf dem Abstellhof damit. Wenn sie das machen, dann sehen wir uns bei Meister wieder, mein Freund. Ja, verbieten sie das. Wie, oh. Boah, hat er nicht getan. Hat das beschlagnahmt? Mein Herr, ich würde Sie bitten, einmal bitte in den Buschum zu kommen. Wir haben die. Gucken Sie mal in Ihre Garage, der Herr. Da sehen Sie
Nee, es musste laufen. Und wer zahlt jetzt die Ausfahrt? Ich gebe dir 20 Sekunden Vorsprung. 20. Illegal! 19. 18. Was gehört Marvin? 17. 16. Alter, fährt echt weg oder was? 15. Leider setzt euer Shellmax wieder auf. Naja, so ist es. Thema steht da schon. Und lass ihn laufen mit aller Wach, Alter. Ihr habt mich vorhin überfallen. Deine Backen, was? Alter. Halt die Klappe! Jeder, niemals. Wir sind die freundlichsten Bürger, überfallen. Die es gibt. Ich würde Hugo in Ruhe lassen, ihr kennt den ja nicht. Ich würde sagen, ihr lasst uns in Ruhe. Herr Officer, die wollten uns überfallen. Herr Officer, die wollen uns überfallen. Das muss wahr sein. Der Typ hier hinten, der wollte uns überfallen. Der hat gesagt, der knallt uns alle ab. Ja. Ja. Sag mal, du können hier, Sie mal die Waffe du. Einstecken? Halt mal die Waffe vor mir hier. Oder wer bist du, dass du mir erlauben kannst, die Waffe vor mir zu zeigen? Ich wollte sie nicht überfallen. Nein! Schauen Sie mal den Typen hier hinten an. Der hat sich in die Hose gepunzt. Kannst du den mal von hinten anschauen? Der schwitzt nur, der hat sie nicht eingepunzt. Meinst du, das ist Arschwasser? Sieh, guck mal, wie der schwitzt. Der. Ich glaube, das ist Arschwasser. Der schwitzt so, weil er so einen Dreck Schimmack auf hat. Nimm ihn das mal ab. Genau, da legen die den Schimmack auf den Boden. Glaub mir das, Alter. Haben Sie es? Auf den Boden. Auf den Boden. Ich hab keinen Rucksack. Dann in die Weste halt. Dann nicht in den Tragegurt und Tasche stecken. Sieht echt so aus, als hätte ich irgendwie Geld für Quadrate, Gurt und Weste? Ja. Diesen Tragegurt, den Sie da anhaben? Das ist meine Handtasche. Ja, halt aus Ihrer Handtasche raus damit. Los, zack, zack. Wollen Sie mich jetzt hier betatschen? Das schrei ich. Marvin, echt so. Wie lange wollt ihr denn jetzt eine Porte? Der Herr. Kannst du doch so abnehmen. Der Herr. Ich habe Rechte. Und wenn Sie mich jetzt an die Brüste fassen, dann zeige ich Sie an. Wegen sexueller Belästigung. Sexuelle Nötigung. Ist es selber? Belästigung, genau der Herr. Ich schreie, wenn Sie noch näher kommen. Machst du am Ende Schreise? Hilfe! Ich werde hier belästigt! Hilfe! Der Mann belästigt mich! Er betatscht mich! Ja. Und was war mit den ganzen Schmuddelheftchen, die ich im Auto lebte? Es ist so krank, wenn man als Anwärter mitten im Kanzler 100 rumlaufen kann. Das hätte ich gerne mal gehabt, Alter, wo ich noch Anwärter war. Beim Abhauen? Ich stehe Bumstein, der hat Schmuddelheftchen. Beim Abhauen, Leute? Oh, 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 oh.